Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde vom Memminger Hühnerberg aus der Alpha Cooling Arena. Heute stehen sich hier gegenüber am 12. Spieltag der Oberliga Süd-Hauptrunde der ECDC Memmingen, die Indians, gegen die Onesto Tigers aus Bayreuth. Hinz beim Bulli mit Tyler Spurgeon und die Tigers im Vorwärtsgang. Nominell die erste Powerplay-Formation mit Spurgeon und Markus Lillich. Ja, schöner Pass von Lillich, Tor. Tor durch Robert Pelankes, 1:0 nach 8 Minuten hier am Memminger Hühnerberg. Überzahltreffer, Pass von Markus Lillich und Robert Pelankes vollendet. Ja, im 23. Powerplay, wenn man so will, 22 waren ungenutzt und dieses haben sich stark dann ausgespielt. Lillich quer durch den Slot bedient Robert Pelankes und der netzt 1:1:0, sein zweites Saisontor für die 26. Schabi vielleicht hinter seinen eigenen Torhüter abprallt, aber es ist nicht gelungen. Die Tigers kommen mit Geschwindigkeit, schön in den Rückraum gelegt, Schuss und da ist der verdiente Ausgleich für die Bayreuth Tigers. Ja, das lag dann auch ein Stück weit in der Luft. Hier kommt der Angriff und dann war es... Ja, wer war's? 90-21-9. Jan Hammerbauer trifft zum Ausgleich in der 15. Spielminute. Holt den Puck und dann oben. Ganz, ganz kompakt gestanden ist. Unfassbar gut im Backchecking nach hinten gearbeitet hat. Aber jetzt siehst du es wieder der Pass in den Rückraum. Und dann ist es nur folgerichtig, dass die Bayreuth Tigers doch Konstantin Melnikov hier mit 2:1 in Führung gehen. Ja, wieder die Reihe um Jan Hammerbauer, der dann Melnikov bedient. 21-90. Geht die Scheibe irgendwie durch die Beine von Eisen. Sehen wir von hinten nochmal aus der Hintertorperspektive. Ja, und die dürfen so nicht passieren. So, jetzt hast du trotzdem eine 4-auf-2-Situation. Omiakov sah technisch nicht sauber. Tor. Und das Tor, ja, das war, du hast vorher schon mal das Wort Duseln in den Mund genommen, also die trudeln dann irgendwie rüber und dann war es Dennis Fominich, der die Scheibe irgendwie über die Linie buxieren kann. 47-71. Als in den ersten 25 Minuten. Ah, Tor, 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 Svetlund. Linus Svetlund, jawohl. Andrew Kopf ihn nur prallen lassen kann und im Baseball-Manier dann so ein bisschen Linus Svetlund. Ja, gucken wir nochmal drauf, auch wie hoch der Stock war, aber da es mal nichts zu reklamieren gibt. Es ist gültig und Linus Svetlund mit der 3:2-Führung und seinem ersten Saisontreffer. Die Situation wird am Video überprüft. Ja, gibt da tatsächlich den Videobeweis. Tor. Auch sagen, ne? Luis Eisenhut fängt hier das 3:3, aber macht bisher eine ganz tolle Partie. Ja, vom Bulli weg. Eben der Bulli-Gewinn. Und dann wird nicht lang gefackelt, direkt abgeschlossen. 9:12. Und Chris Seto wird als Torschütze genannt. Und für Seto den Topscorer der Tigers war es Saisontreffer Nummer 3. So, jetzt könnte es eine schnelle Situation geben. Abschluss, Tor für die Indians. 4:3. Dennis Fominich mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend. Ja, da ein bisschen Glück, die Scheibe lang in der Luft. Und dann sauberer platzierter Schuss ins lange Eck. 72. Also ja, ja. Wir lieben den Eishockey-Sport, aber da kannst du als Trainer aber doch nur ausflippen, was beide Mannschaften da defensiv anbieten. Das ist doch Wahnsinn. Und jetzt schau dir das an, jetzt kommen sie wieder 2:1. Nächste 2:1 Möglichkeit. Tor. Und das 4:4. In die zweite Drittelpause werden wir hier nochmal den Treffer sehen. Jetzt kommt der Querpass auf Melnikov und der oben rein.
Also das ist Glück für die Tigers. Einfach viel, viel zu wenig. Meisinger, Bruce so ein bisschen nebenher. Drei Indian-Spieler sind orientierungslos in der neutralen Zone und dann die Tigers sagen danke, Melnikov. Gar keine Abwehrgelegenheit. Chris, ich bin irgendwie, ich weiß. Hast du eine Prognose, wie das jetzt hier weitergeht? Also mir fehlt irgendwie so jegliches Verständnis. Du hast vorher mal das Wort Vogelwild gesagt und jetzt bleibt es Vogelwild, denn jetzt führt Bayreuth wieder mit 5:4. Ja, hat eine Minute 3 gedauert im letzten Drittel, dann nehmen sie die nächste Möglichkeit an, die sie bekommen. Völlig frei im Slot, null Körperkontakt eines Verteidigers und dann war es Moritz Israel, der Kapitän, der Bayreuth mit 5:4 in Führung bringt. Wieder auch ein Stück weit selbst unter die, in die Bredouille. Harter Check. Tor. Ah, das ist natürlich jetzt, da werden die Bayreuther kochen, weil der Check war hart. Und dann ist es auch noch der Torschütze. Ja, aber ein Schiedsrichter anlangen sollte der Tiger auch nicht. Ich weiß nicht, wer es war. Läuft ein Schiedsrichter hin und Eddie Homjakovs war es mit dem 5:5. Am Rande erwähnt. Ja, ich treffe die Prognose und ich kann es mir bei dem Defensivverhalten bei der Mannschaft nicht so wirklich vorstellen. Ja, ja, siehst du, vor mir nicht. Vor so, mir jetzt nicht. Erstmal die Möglichkeit und ja, ja. 5:6, kapitaler Puckverlust in der neutralen Zone und das 5:6 für die Onesto Tigers. 23! Torschütze die 23. Aiden Brown. Ihr Lieben, 12 Sekunden noch. Scheibe jetzt muss an die blaue Linie zu Pecker. Schuss muss kommen. Schuss kommt. Der streift an der Latte, glaube ich. Jetzt haben wir nur noch 4 Sekunden. Jetzt muss die Scheibe zum Tor. Scheibe muss zum Tor kommen. Und dann ist es vorbei. Und die Bayreuth Tigers gewinnen am Memminger Hühnerberg verdientermaßen mit 6:5. Glückwunsch an unsere Gäste.